Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute möchte ich Ihnen ein klassisches Beispiel von Wellen in der Musik zeigen. Eine klassische wellenartige Bewegung ist die, die aus einem Fluss regelmäßiger Töne besteht und die auch in regelmäßigen Abständen rauf und runter geht. Es gibt dann noch ein weiteres Element, nämlich den Rhythmus. Auch wenn die Töne an sich in regelmäßigen Rhythmus kommen, gibt es eine Verschachtelung, also eine Struktur in dem Rhythmus, um die Kontinuität und die Unendlichkeit der Wellen zu unterstreichen. Es geht darum, flüssig zu bleiben, indem man die gerade Ausrichtung vermeidet. In diesem Beispiel haben wir also einen Takt, der aus 24 Tönen besteht. Und es gibt eine natürliche Aufteilung wie folgt. Zuerst 2x12, dann innerhalb jeder Gruppe von 12 Tönen 3x4. Wenn wir jetzt also eine anders aufgeteilte Schicht hinzufügen, haben wir eben die Verschachtelung, die das Flüssige darstellt. In diesem Fall haben wir folgende Aufteilung. Also wir fangen immer noch mit den 24 Tönen an und die erste Variante ist, sie dann nicht in 2x12, sondern in 3x8 zu verteilen. Und innerhalb jeder Gruppe von 8 Tönen haben wir 4 und 4. Die zweite Variante ist, im ersten Schritt bei den 2x12 zu bleiben, aber im nächsten Schritt statt 3x4 lieber 4x3 zu gruppieren. Das hören wir jetzt alles gleich in den Anfangstakten dieses Stückes, wo die Wellenbewegung sich dank dieser rhythmischen Vielschichtigkeit in die Weite streckt.